Der verstoßene Wolf. Ruhiger Wolf wird wieder unruhig. Das bedeutet, die Wölfe sind nicht weit. Die Wölfe? Die sind hier schon lange nicht mehr aufgetaucht. Das ist auch gut so, Yakari. Die Wölfe und die Menschen können nicht in Eintracht zusammenleben. Es gibt immer wieder Streit zwischen uns. Ich glaube, wir sind uns ein bisschen zu ähnlich. Wie schön, Sie sind da. Ich muss Kleiner Donner überreden, mich zu begleiten. Zappelst du so herum, Yakari? Ich habe das Gefühl, kleiner Dack sitzt auf meinem Rücken. Nein, nur keine Angst, es ist alles in Ordnung. Ist doch ein schöner Spazierritt, findest du nicht auch? Warte! Was suchst du da? Och, nichts, nur Spuren von Wölfen. Ganz ruhig! Das war nicht nett. Deswegen warst du vorhin so unruhig. Du hättest mich ruhig vorwarnen können. Das hätte ich nicht. Sobald ich nur Wolf sage, haust du ja ab. Ah, da sind Spuren. Ein Wolf? Einer oder mehrere sogar. Die Wölfe achten darauf, in der Spur des Anführers zu gehen, damit keiner weiß, wie viele sie sind. Dich doch nicht so aufzuregen. Die Wölfe greifen nur an, wenn sie Hunger haben. Und im Moment gibt es für sie genug Beute. Oh, warte mal kurz, kleiner Donner. Hoffentlich nicht fortjagen. Warum tun sie das mit einem vom Rudel? Sowas habe ich noch nie gesehen bei den Tieren. Stiller Fels meinte, dass die Wölfe uns ähnlich wären. Oh. Hätte dich töten können. Ein Wolf wie er, der sich bedroht fühlt, ist zu allem fähig. Danke. Dieser Wolf ist den anderen unterlegen. Er kennt nur Furcht. Wer zulässt, dass die Angst das Leben beherrscht, ist eine Gefahr für die anderen. Gut, dass du ihn nicht erlegt hast. Ruhiger Wolf jagt keinen Wolf, der Angst hat. Dann kann er weiterleben. Nein, er hat nicht die geringste Überlebenschance. So allein ist er verwundbar, denn er kann sich weder verteidigen noch sich ernähren. Ruhiger Wolf wird immer seltsame Wege gehen. Aber ganz bestimmt kennt keiner die Wölfe besser als er. Oh, hey, hast du mich vielleicht erschreckt? Nein, du hast mich eben erschreckt, als ich gesehen habe, wie du hingefallen bist, Yakari. Sieh mal da. Und? Was hat er? Angst.
Ruhiger Wolf hatte recht. Du bist ja wirklich ganz eingeschüchtert. Zum ersten Mal hat ein Wolf mehr Angst vor mir, als ich vor ihm. Du musst etwas tun. Was wird denn sonst aus dir? Ja, Wolf, der sich hinlegt. Das ist genau der richtige Name für dich. Ich habe eine Idee, kleiner Donner. Vergiss es. Eins kann ich dir gleich sagen, Yakari. Wenn du vorhast, auch noch Wölfen zu helfen, dann ohne mich. Das wollte ich sagen. Wie hast du das erraten? Ich weiß nicht. Instinkt? Habt ihr verstanden? Das ist der Gefallen, um den ich euch bitte. Was? Unter keinen Umständen. Einem Wolf helfen? Das ist zu viel verlangt, Yakari. Die Wölfe zeigen auch nie Nachsicht mit uns Bibern. Vielleicht sollen wir uns ihnen noch zum Fraß vorwerfen. Ganz genau. Aber Wolf, der sich hinlegt, ist kein gewöhnlicher Wolf. Vertraut mir. Für diesen ängstlichen Wolf. Das machen wir nur, weil Yakari uns gebeten hat. Das macht Spaß. Dein Kopf ist doch kein Hüpfball, Lindenbaum. Wenn du dich mal so richtig austoben willst, dann geh lieber zu Nagezahn. Juhu! Meine Freunde. Bitte, so haben wir den Platz jetzt ganz für uns, Wolf, der sich hinlegt. Fangen wir an mit den Übungen. Das ist sehr merkwürdig. Die Spuren wurden verwischt, als ob uns jemand von der Fährte des Rudels abbringen wollte. Los, weiter! Lauf! Sehr klug, Yakari. Wolf, der sich hinlegt. Du musst ein glänzendes Fell haben, wenn du von den anderen respektiert werden willst. Ich werde nicht zulassen, dass andere Jäger die Wölfe angreifen. Wieder anschließen, Wolf, der sich hinlegt? Noch nicht. Alle Achtung, was für eine Veränderung. Du hast gute Arbeit geleistet, Yakari. Aber dem Wolf fehlt noch etwas. Etwas, das du ihm nicht geben kannst. Solange er keine Gefährtin hat, werden ihn die anderen nicht akzeptieren. Du hast gute Fortschritte gemacht, aber nimm dich in Acht.
Jetzt, da aus dir wieder ein richtiger Wolf geworden ist, haben es auch die Jäger wieder auf dich abgesehen. Ein Jäger so wie ich. Oder wie die Männer unseres Stammes, die hierher unterwegs sind. Nun kann dein Schützling beweisen, ob er sich verteidigen kann. Was? Oh. Er hat recht, Yakari. Ich muss mir eine Gefährtin suchen. Ich werde sie beschützen und für sie jagen müssen. Wenn mir das nicht gelingt, werde ich nicht zu meinem Rudel zurückkehren dürfen. Da ist einer! Den kriegen wir! Ja! Ja! Nein, ja! Viel Glück, du wirst es schaffen. Ich weiß, es sind schon viele Monde vergangen, seit wir Wolf, der sich hinlegt, zuletzt gesehen haben. Aber du darfst dir keine Sorgen machen, Yakari. Es geht ihm bestimmt gut. Du hast ihm doch so viel beigebracht, dass ihm nichts... Wolf, der sich hinlegt! Hat das Rudel dich wieder aufgenommen und respektiert es dich? Und ob! Sie haben mich wieder ins Rudel aufgenommen. Doch ich verließ sie. Warum hast du das getan? Nun, darum tat ich es.